Okay, vergiss außerirdische Invasionen oder riesige Meteore, die auf die Erde knallen. Es lauert etwas viel Gefährlicheres im Weltraum. Und es ist die seltsame Materie. Wir wissen nicht viel darüber, aber Experten sind sich sicher, dass dieses Zeug unter bestimmten Bedingungen über unseren Planeten herfallen kann. Aber um das Konzept der seltsamen Materie besser zu verstehen, müssen wir zuerst Protonen, Neutronen und Neutronensterne verstehen. Sieh dir deine Hand an. Sie besteht aus winzigen Zellen. Wenn du in diese Zellen hineinzoomst, kannst du eine Reihe von Molekülen sehen. Zoome tiefer und du wirst feststellen, dass Moleküle aus Atomen bestehen, die Protonen und Neutronen in ihrem Kern haben. Abgesehen davon fliegen Elektronen in kleinen Wolken herum. Wenn du das alles aus nächster Nähe sehen könntest, wirst du feststellen, dass diese Partikel nicht auf engstem Raum zusammengepresst sind. Tatsächlich gibt es genug Platz zwischen ihnen, sodass du dich fragst, warum sich deine Hand dann so fest anfühlt. Aber wenn du deine Hand berührst oder drückst, widersetzen sich all diese Atome dieser Druckkraft. Und je fester du drückst, desto mehr Atome stoppen dich. Aber was wäre, wenn du wirklich sehr fest drückst? Oh, dann würdest du irgendwann die Atomkerne zusammenpressen und ein paar neue Elemente schaffen. Nicht, dass dies möglich wäre mit deiner Hand. Aber es kann bei einem Neutronenstern passieren. Stell dir vor, ein superstarker und massiver Stern erreicht das Ende seines Lebens. Eines der möglichen Szenarien ist es, dass ihm der Kernbrennstoff ausgeht und er in einem leuchtenden Knall unter seiner eigenen Schwerkraft zusammenbricht. Falls der Stern massiv genug gewesen wäre, würde er ein schwarzes Loch erzeugen. Wenn er nicht so groß war, erscheint nur ein Neutronenstern an seiner Stelle. Mit einer Breite von etwa 16 Kilometer ist ein Neutronenstern winzig klein, wenn wir über Sterne im Allgemeinen reden. Aber gleichzeitig ist dieser kleine Raum unglaublich dicht und hat etwa die 1,4-fache Masse der Sonne. Das bedeutet, dass nur ein Teelöffel eines Neutronensterns 10 Millionen Tonnen wiegen würde. Wissenschaftler sagen, dass diese Neutronen eines Tages so weit ermüden könnten, dass sie das ganze Gewicht nicht mehr halten und die Struktur, die das Ganze hält, in sich zusammenbricht. Dann würde ein Quarkstern an seiner Stelle entstehen, der noch kleiner und noch dichter ist als der vorherige Neutronenstern. Nehmen wir an, der Druck in einem Quarkstern wird stärker. Dadurch können im Kern seltsame Quarks auftreten. Sie werden als seltsam bezeichnet, weil sie sich nicht wie normale Quarks verhalten. Ich hätte sie schrullige Quarks genannt, aber das ist wohl nur meine Meinung. Also wenn diese seltsamen Quarks in ausreichender Zahl vorhanden sind, erzeugen sie seltsame Materie. Diese Materie ist einzigartig und anders als jede andere Materie auf der Erde. Oh ja, und sie könnte zur gefährlichsten Sache in unserem Universum werden. Bleibt dran, wir kommen der Apokalypse näher. Aber zuerst werden wir ein virtuelles Experiment mit etwas Vertrauterem als einem Neutronenstern durchführen. Wir nehmen ein Eisenatom und fangen an, es mit unvorstellbarer Kraft zusammenzupressen. Früher oder später werden die Neutronen und Protonen des Atoms zu diesen Quarkdingern. Wenn wir noch mehr Druck ausüben, dann werden sich einige dieser Quarks ändern. Sie werden schwerer und verwandeln sich in seltsame Quarks. Was wir jetzt haben, ist kein Eisenatom mehr, sondern ein sogenanntes Strangelet. Das ist ein winziges Stück seltsamer Materie. Das ist faszinierend, oder? Ich liebe Wissenschaft. Seltsame Materie ist viel schwerer als unsere Materie. Außerdem ist unsere Materie organisiert und berechenbar. Sie besteht aus Atomen, die wiederum aus Kernen und Elektronen bestehen. Und unsere Quarks werden ordentlich in Neutronen und Protonen gepresst, wo sie sein sollten. Aber seltsame Materie, oh je, das ist ein Haufen Chaos. Jetzt kommt der seltsame Teil ins Spiel. Seine Quarks besitzen keine Grenzen. Sie laufen einfach amok, wohin und wie sie wollen. Aber überraschenderweise bleibt die seltsame Materie bei all diesem Teilchenchaos stabil, sehr dicht und unzerstörbar. Und jetzt wird es beunruhigend. Seltsame Materie ist so stabil, dass sie überall im Universum existieren kann, auch außerhalb eines Neutronensterns. Aber das Schlimmste ist, dass seltsame Materie ansteckend sein kann. Stell dir ein unschuldiges Glas Honig vor, das plötzlich verrückt wird und beschließt, alles zu schlucken. Den Tisch, die Teller, deine Küche, dich, die ganze Galaxie. Was für ein klebriges Durcheinander.
Aber genau das kann passieren, wenn seltsame Materie allein gelassen wird. Es ist wie der Vampir der Teilchenphysik. Alles, was sie berührt, kann in seltsame Materie verwandelt werden. Okay, krass. Aber das passiert weit draußen im Weltraum, in den Neutronensternen, die tausende von Lichtjahren entfernt sind. Aber die Sache ist die, wenn zwei Neutronensterne kollidieren oder wenn ein Neutronenstern in ein schwarzes Loch fällt, werden diese Strangelets, also die kleine seltsame Materie, freigesetzt. Diese winzigen oder nicht so kleinen Dinger rasen dann mit einer Geschwindigkeit von Millionen Kilometer pro Stunde durch den Weltraum. Und das könnten sie Milliarden von Jahren machen, bis sie auf etwas stoßen, das sie schlucken können. Leider wäre es einem Strangelet egal, ob es sich bei dem Objekt, das es gleich zerstören wird, um einen Stern oder einen Planeten mit Leben handelt. Dieser Space Invader würde sofort an die Arbeit gehen und die Erde und alles darauf in seltsame Materie verwandeln. Du fragst dich, ob es eine Möglichkeit gibt, das zu verhindern? Ja, es gibt wohl eine Lösung, aber sie scheint im Moment unmöglich. Um die seltsame Materie loszuwerden, müssten wir sie in ein schwarzes Loch werfen. Aber dieser Rettungsplan selbst wirft viele Fragen auf, dass es schwierig wird, ihn umzusetzen. Selbst wenn wir schon an dem Punkt wären, dass wir Menschen durch den Weltraum reisen können. Also im Star Wars-Stil. Okay, aber trotzdem, um dieses gefährliche Zeug loszuwerden, müsstest du ganz nah an das schwarze Loch kommen. Stell mir uns vor, was passieren würde, wenn du dich ihm näherst. Zuerst wirst du diese Schwärze bemerken, die das Licht der umgebenden Sterne auslöscht. So stark ist die Schwerkraft eines schwarzen Lochs. Nicht einmal Licht kommt durch, daher auch der Name. Sobald du an den Rand des schwarzen Lochs kommst, dem Event Horizon, zu Deutsch Ereignishorizont, kannst du nicht mehr zurückkehren. Es ist der Punkt, an dem es wirklich kein Zurück mehr gibt. Selbst wenn du super stark wärst oder mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs wärst, könntest du der immensen Anziehungskraft nicht entkommen. Aber eigentlich könntest du diesen Horizont gar nicht erreichen, denn bevor du dort angekommen wärst, wärst du schon längst Spaghetti. Ja, im Ernst, es heißt eigentlich Spaghettifizierung. Und es passiert, wenn etwas durch das Gravitationsfeld eines schwarzen Loches hauchdünn geschnitten wird. Mit anderen Worten, alles, was sich einem schwarzen Loch nähert, wird in seine einzelnen Atome zerlegt. Wir werden also zu langen, dünnen Nudeln. Ich denke, das ist keine Alternative. Das wäre eine wirklich schwere und gefährliche Aufgabe, diese seltsame Materie zu transportieren und dann noch in ein schwarzes Loch zu werfen. Übrigens, wie würdest du es denn dorthin transportieren? Du könntest vielleicht eine Art Katapult benutzen. Das ist eine gute Idee, aber wie willst du verhindern, dass die seltsame Materie nicht das Katapult, ein Raumschiff oder dich verbraucht? Selbst in diesem hypothetischen Sci-Fi-Raumfahrtszenario erscheint es immer noch unmöglich. Aber keine Panik, denn seltsame Materie ist bisher nur eine Theorie, die noch nicht bestätigt ist. Wissenswert dazu ist noch, dass Physiker überlegt haben, seltsame Materie in einem Teilchenbeschleuniger zu erzeugen, ähnlich dem Large Hadron Collider. Aber glücklicherweise kamen sie zu dem Schluss, dass es unmöglich ist, weil der Teilchenbeschleuniger so heiß werden würde, dass sofort alle auftretenden Strangelets schmelzen würden. Puh, was für eine Erleichterung. Aber ich bitte euch Wissenschaftler trotzdem höflich, es wirklich nie versuchen zu wollen. Bitte? Okay. Das ist beruhigend. Aber selbst wenn es den Wissenschaftlern gelingen sollte, eine seltsame Materie zu erzeugen, wäre sie zu instabil, um lange genug zu existieren, um benachbarte Atome zu verbrauchen. Außerdem wäre diese seltsame Materie, die durch das Experiment entstehen würde, höchstwahrscheinlich positiv geladen. Und solche Merkwürdigkeiten sind für unsere Welt nicht gefährlich. Sicher, sie würde die nahegelegenen Elektronen vernaschen. Aber sie könnte wahrscheinlich nicht diese schreckliche Kettenreaktion hervorrufen, von der ich dir gerade erzählt habe. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist in den letzten Milliarden Jahren noch nie etwas Merkwürdiges in die Erde eingedrungen. Was bedeutet, dass diese seltsame Invasion höchst unwahrscheinlich ist. Zumindest nicht in naher Zukunft. Also keine Panik und mach dir keine Sorgen um das Glas Honig, das auf der Küchenzeile steht. Glaubst du, dass es möglich ist, dass seltsame Materie sich im Weltraum verirrt und unseren Planeten trifft? Wissenschaftler nennen die umherirrende seltsame Materie Stray Space Strangelet. Kannst du Stray Space Strangelet 5-mal schnell hintereinander sagen? Lass mich wissen, ob du es kannst und schreib mir auch in die Kommentare, woran du bei diesem Thema noch denkst. Und wenn du die Wissenschaft genau liebst wie ich, dann gib diesem Video ein Like, teile es mit deinen Freunden und schau auf der Sonnenseite vorbei. Dort
findest du viele Videos, die deinen Wissensdurst stillen.